Willkommen zurück zu Pokémon Dusk Remastered, Part 11. Und jedes Mal wird meine Stimme schwerer und schwerer. Und mir fällt es immer schwerer, für euch Witze zu reißen. Aber ich habe einen Witz für euch. Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Wirt, was machst du denn für ein langes Gesicht? Skrrr! Alter, ich bin einfach der Geilste. Ja, ich hoffe, der hat euch weggeschmissen. Oder Ethan, war er nicht geil? Nee, du Hurensohn! Ja, okay. Jetzt hat's Maul, Alter. Schlafen. Tut mir leid, Harold. Ja, also wir sollen jetzt mit Dave sprechen. Was ist los? So. Was war das denn, was du gesehen hast? Oh, Ethan. Ich glaube, das wird nicht einfach. Okay. Wieso das? Da ist schon wieder so ein riesiges, infiziertes Pokémon, das die Stadt angreifen wird. Was? So wie das Pisaflor. Aber der jeder Ein- und Ausgang der Stadt ist doch versperrt. Das Pokémon greift aber nicht von Land aus an, sondern vom Wasser. Es wäre wichtig, dass es getötet wird, sonst könnte es hier ganz schnell ungemütlich werden. Also ein Wasser-Pokémon? Scheiße, ja! Hör zu, selbst in Igelava sollte gut mit infizierten Wasser-Pokémon klarkommen. Denk dran, es sind keine richtigen Lebewesen mehr. Na? Wirst du es tun? Es muss ja sein, oder? Leider ja. Glaub mir, wenn ich Munition hätte, würde ich dem Messingviech die Fresse wegballern, bis es keinen Mucks mehr macht. Ach, verdammt. Ich fühle mich momentan so machtlos. Ist schon gut. Das, was du machst, machst du sehr gut. Danke. Ethan, wenn du bereit bist, dann komm zu mir. Holy shit, Digga! Blumann ist ein sehr süßer kleiner Fratz. Das ist genau das, was diese trostlose Welt im Moment braucht. Hoffnung auf ein neues Leben. Warum kann es nicht mit uns kämpfen? Aber egal. Ich bin bereit. Let's go. Also, Ethan, was denkst du? Bist du bereit, gegen das infizierte Wasser-Pokémon zu kämpfen? Bereit. Alles klar. Ich wünsche dir viel Erfolg, mein Freund. Holy shit. Ein Zedra-King. Ein infiziertes Zedra-King. Oh, scheiße, sieht das krank aus. Aber das kriegen wir hin. Ja? Du kannst es besiegen. Lama! Ah! Ja, wir haben getroffen. Gut. Haben wir noch getroffen. Oh Gott, ein Zombie. Ah nein, ich bin tot. Dieser scheiß Zombie, Mann, was ist denn das? Ja, toll. Ah, klasse. Was zum Teufel, Mann? Und ich kann hier nicht speichern, es ist so ein Dreck. Ja, ja, komm, überspring das. Im Notfall skippe ich einfach, also ich schneide es vielleicht zusammen, das passt. Na, das kriegen wir hin. Okay, das ist jetzt. Wir warten hier immer. Wenn ein Infizierter kommt, hauen wir ihn weg. Ich warte, bis es voll ist und dann greifen wir mal das Ohren. Okay, komm. Der ist down, gut. Ah, scheiße. Okay. Nice. Nice. Zählt halt ganz schön viel aus, ne? Der Kampf ist nicht schwer, aber nicht unmöglich. Junge! Diese scheiß Zombies sind viel nerviger als die Zedra-King. Ich schwöre. Aber wir machen gut Damage. Ich warte jetzt einfach jemand hier. Nice. Kein Hit, schade. Jetzt soll ich auch hier warten. Das ist besser. Ja, Hit. Hit.
Tür rein. Oh Gott, die Tatsche. Ach du Scheiße. Scheiße. Ja, jetzt haben wir es gleich. Ich warte noch, bis es voll ist. Sehr gut. Ganz schön viel KP verloren, den Trank gewastet. Aber wir haben's. Puh. Das war echt hart. Ich hoffe, das war die letzte böse Überraschung für heute Nacht. Lass uns zurück ins Versteck. Okay. Wie viel KP haben wir noch? 10. Nicht viel, aber genug. Was suche ich eigentlich hier? Ja, Leute, ich weiß nicht, was wir noch sonst tun können. Eigentlich zurück ins Versteck, ne? So. Gespeichert haben wir. Dann schauen wir mal, was Dave uns sagen möchte. Na, Professor Lind! War er nicht tot? Oh nein! Ich hab nicht viel Zeit. Professor, wie geht es Ihnen? Was ist passiert? Mein Assistent. Ich bin gebissen worden. Oh nein. Ich konnte ihn zwar töten. Was denn? Digga, ich verreck hier gerade. Lass mich doch. Mann! Egal, ich mach weiter. Aber er hat mich voll erwischt. Ich hab etwas Blut verloren und scheine vorhin das Bewusstsein verloren zu haben. Meine Körpertemperatur steigt und ich fühle mich nicht gut. Du weißt, was das heißt. Ethan, hör mir zu, bevor wir uns nicht mehr hören. Da gibt's eine Sache, die ich dir vorhin nicht mehr mitteilen konnte. Das Ding ist, das Spiel ist so eine Nacht, glaube ich, nachdem wir den Anruf gehabt haben. Jeder, aber auch jeder Person und jedes Pokémon des Landes ist infiziert. Egal, ob sie gebissen wurden oder nicht. Sobald man stirbt, wird man zur Unterkreatur. Egal wie. Nathan, du warst immer ein guter Junge. Er wird sterben. Sache. Okay, also, ich gehe kurz darauf ein, bevor du abklatzt. Ich weiß natürlich, was das ist. Das erklärt zum Beispiel auch, warum der Mann von Susanne. Ich muss sagen, Rosalina, warum nochmal. Warum der Mann von Susanne nochmal aufgestanden ist. Oder. Ja, ich glaube, das war sogar alles. Also, das erklärt es zum Beispiel, warum der aufgestanden ist, weil er einfach gestorben ist und dann zum Infizierten wurde, weil wir alle das Virus in sich tragen. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Ja? Professor? Professor! Das war's leider wohl mit Lind. Danke, Professor Lind. Danke für alles. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ob ich das den Leuten im Versteck erzählen sollte? Ich hoffe, dieser Scheiß-Albtraum hat bald ein Ende. Das wissen, weiß müssen nur die Götter. Dann lass schnell Dave berichten. Was? Wo sind alle hin? Hä? Wo sind denn die Leute abgeblieben?
Hey! Da vorne liegt doch einer! Was, Dave? Heilige Scheiße! Das ist doch Dave! Ist er tot? Oh, bitte nicht. Ah, shit! Ah, mein Kopf! Dave! Gott sei Dank geht es dir gut! Und da steht er wieder. Diese gottverdammten Hurensöhne! Dave, dein Kopf blutet. Was ist passiert? Scheiße, Alter! Ich war wohl kurz ohnmächtig. Die anderen Leute sind total abgedreht. Was ist denn passiert? Geht es den anderen gut? Ob es denen gut geht? Na klar geht es denen gut! Diese verdammten Heuchler! Pissgesichter! Ich nehme übrigens, ich distanziere mich von allen Beleidigungen, die ihr gefallen werden, ja? Ich verstehe nicht. Hör zu. Bianca war hier. Wie? Bianca hat das getan? Nein. Naja, nicht direkt. Sie kam vorhin vorbei. Wir waren natürlich erst skeptisch. Aber dann zeigte sie uns einen Schlüssel. Es war ein Bootsschlüssel. Sie legte den Schlüssel auf den Tisch und ging wieder. Und dann fing es an. Eine hitzige Diskussion entfachte sich, ob wir schnellstmöglich verschwinden sollen. Ich meine, klar, es ist eine wunderbare Sache, dass wir eine Fluchtmöglichkeit hatten. Aber ohne dich wollte ich nicht gehen. Was ein Ehrenmann, Dave. Was ein Ehrenmann. Jetzt bin ich dir wenigstens schuldig. Du meinst... Ja. Jeder war dafür, dass wir sofort in den See stechen, während du das Sedra-King ablenkst. Diese Schweine. Ich war der Einzige, der darauf warten wollte, bis du zurückkommst und wir gemeinsam gehen können. Es entfachte sich ein ziemlich heftiger Streit. Irgendwann kam es zu Handgreifigkeiten und dann hat mir wohl jemand einen harten Gegenstand auf den Hinterkopf gehauen. Bestimmt dieser Walter. Dieses Hurenkind. So ein Drecksack. Und jetzt sind alle weg. Nur weil sie ihren eigenen Arsch retten wollen. Bianca. Hab ich dir nicht gesagt, dass du vorsichtig sein musst, mit wem du dich abgibst? Bianca! Warum nur? Weil ich das Gefühl hatte, dass diese Menschen nicht ehrlich sind. Deswegen wären sie hier geblieben. Wären sie eine Gefahr für dich gewesen. Du siehst ja es an dem Typen, der hier zurückgelassen wurde. Tss. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Und ich dachte, unsere Gruppe hier unten wäre ein gutes Team. Dreckschweine. Haben uns die ganze Zeit belogen und uns was vorgemacht. Tut mir leid. Aber diese Dreckschweine sind jetzt wohl in Sicherheit. Wer weiß. Aber was ist jetzt mit uns? Gute Frage. Du hast nicht sicherheitshalber ein weiteres Boot? Am besten eines mit einem Geschützlauf, damit wir dieses Boot mit den Verrätern versenken können. Leider nicht. Aber wenn wir es schaffen, diese Infektion aufzuhalten, wird das auch nicht mehr nötig sein. Hey Mädel, du scheinst mehr zu wissen als wir. Klär uns doch mal bitte auf. Ich habe keinen Bock mehr, dauernd nur im Dunkeln zu tappen. Na gut. Ihr wollt alles wissen? Tja, es fing alles an, als Team Rocket nach Dukatia City kam. Was, Team Rocket? Okay. Backstory, geil. Du musst verstehen, diese Infektion wurde durch ein Artefakt ausgelöst. Okay. Ein Artefakt, das Team Rocket vorher gestohlen hatte. Darauf steht, die Macht, alles und jeden willenlos und gefährlich zu machen. Na toll, das erinnert mich irgendwie an einen Ring, sie zu knechten, sie zu finden, sie zu binden und auf ewig ins Dunkel zu stürzen oder so, wie es auch geht. So habe ich das von einem Rocket-Triple erfahren. Aber ich schätze, Team Rocket wusste nicht genau, was das bedeutete. Das Artefakt hat an sich keinen großen Radius. Es funktioniert nur auf geringe Distanz. Aber wenn man es an einen Sender anschließt, der die Wellen verstärkt, tja, dann kann sich diese Infektion über das ganze Land ausbreiten. Deswegen hat Team Rocket den Radioturm überfallen. Wie kann man nur so dumm sein? Jetzt mal ohne Scheiß! Wie kann man nur so dumm sein? Sie haben das Artefakt angeschlossen, die Wellen über Johto ausgebreitet und sind dann wieder verschwunden. Nicht viele haben das Erscheinen von Team Rocket in Dukatia City bemerkt. Das Artefakt haben sie natürlich wieder mitgenommen. Und ich bin mir nicht sicher, dass sie mit dem unerwarteten Effekt nicht zufrieden waren. Die Seuche hat angefangen, kürzlich wieder verstorbene Menschen und Pokémon zu beleben.
Es hat natürlich eine Weile gedauert, bis die Leute verstanden haben, was vor sich geht. Wow, das... Jetzt verstehe ich. Die Marocca dachte wohl, sie könnten alle Pokémon willenlos beherrschen. Aber mit willenlos war nicht wirklich Gehorchen gemeint, sondern willenlose, untote Kreaturen. Ja, dieses verfickte Team Rocket. Es war klar, dass sowas irgendwann mächtig schief geht. Die Wichser haben sie doch nicht mal alle. Ja, aber was ist jetzt wegen dieser Infektion? Du meinst, wir könnten diese Seuche aufhalten. Aber das Artefakt ist doch weg, oder nicht? Ja. Da gibt es noch etwas, was ich dir noch nicht erzählt habe. Das Artefakt stammt ursprünglich von einer alten Grabstätte. Und diese Grabstätte liegt direkt unter der Arena. Also, wusstest du davon? Nicht wirklich. Es gibt zwar einen Gang, der da runterführt, aber es hat mich nie wirklich interessiert, einen unterirdischen Friedhof zu betreten. Warum sollte mich auch sowas interessieren? Vielleicht gibt es dort unten irgendwas, was das Artefakt unschädlich macht oder sowas. Über diese Grabstätte gibt es so einige Gerüchte, wie zum Beispiel, dass sich dort alle Geister der Verstorbenen zusammenfinden. Oder dort ein legendäres, untotes Pokémon lebt. Mir schwammt Übles. Es riecht nach Finale, Leute. Verstehst du nun, warum ich da eigentlich nicht runtergehen würde? Aber die Situation erfordert es nun mal. Ich weiß ja noch nicht mal, was es da unten erwartet. Oder ob es überhaupt was bringt. Ich denke, es ist momentan die einzige Option. Krasse Scheiße. Wäre ich doch nie nach Dukatia City gekommen. Also gehen wir da jetzt zusammen runter? Dave, ich glaube, du solltest hier unten bleiben. Du bist verletzt. Ach was? Diese kleine Schramme. Du hast ja noch nicht mal ein Pokémon oder eine Waffe, um dich zu verteidigen. Bleib hier, mein Freund. Es ist nur zu deinem Besten. Süßer, der Kleine hat recht. Oho. Bleib lieber hier, sonst stehst du uns nur unnötig im Weg. Ja. Ist gut. Ich werde ja auf euch warten. Aber sobald ich wieder fit bin, reißen wir den Zombies gemeinsam den Arsch auf. Ziemlich geiles Trio. Okay, wie kommen wir denn nun genau dort rein? Wie gesagt, in der Pokémon Arena gibt es einen Gang, der dort runterführt. Ich gehe schon mal vor und werde auf dich warten. Ja? Es ist momentan die einzige Hoffnung, die wir haben, um diesen Albtraum zu beenden. Ist gut. Ich komme sofort nach. Ach ja. Bevor ich es vergesse, ich habe die Tür vom Namenbewerter aufgeschlossen. Dort sind, denke ich, ein paar Vorräte, die du gebrauchen könntest. Geil! Wir kriegen Vorräte. Also Items, die wir gebrauchen können im Kampf. Tja, jetzt heißt es wohl alles oder nichts. Ich werde hier warten, bis du wieder zurück bist. Das verspreche ich. Und dann werden wir eine Möglichkeit finden, hier zu verschwinden. Na klar. Wir schaffen das auf jeden Fall. Wir kommen so schnell wie möglich zurück. Ja, bis später, Dave. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Aber ich möchte erst noch zum Namenwärter. Holy shit. Jetzt wissen wir, woher die Infektion kommt. Und wir werden jetzt nur in die Grabstätte gehen und versuchen, den Ursprung des Virus zu stoppen. Es riecht, wie gesagt, hart nach Finale. Rein da. Gegengift. Beere. Trank. Nice. Items, die wir allesamt sehr gut gebrauchen werden. Und mit diesen Worten, Leute, verabschiede ich mich vom vielleicht vorletzten Part von Pokémon Dusk Remastered. Beim nächsten Mal könnte es das Finale geben. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, es wird ein Spektakel. Und damit sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Nochmal sichern. Ciao, ciao. In the genocide city. In the genocide city.